Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Zelda Majora's Mask auf dem Friedhof von Ikana. Ich kann eigentlich direkt hier zur letzten Nacht vorspulen und das dritte Grab erkunden. Und das dritte Grab wird auf jeden Fall länger dauern als die anderen beiden. Nicht unbedingt, weil es dort mehr zu tun gibt. Ja, wobei schon irgendwie. Aber es gibt da so einen ganz bestimmten Faktor beim letzten Grab, der ziemlich viel Zeit kostet. Aber das sehen wir ja gleich. Und dann will ich ja später noch dieses Item für 500 Rubine kaufen, von dem ich jetzt schon tausendmal erzählt habe. Ich hoffe, dass sich das alles ausgeht. Jetzt in der letzten Nacht, in den letzten 12 Stunden, die noch verbleiben. Es verbleiben 12 Stunden. Werden wir sehen. So, das letzte Grab ist hier drüben. Weil das bei mir immer so, wenn ich mit diesem Grab hier fertig bin, dann droht meistens schon der Mond einzuschlagen und also es dauert wirklich um einiges länger als die anderen Gräber. Und es ist auch komplett anders. Auch optisch sieht völlig anders aus. Es ist nicht einfach so eine Höhle bzw. Grotte wie die anderen Gräber. Sondern sieht eigentlich sogar irgendwie schön aus. Unter dem Friedhof. Hier so mit Verzierungen an den Wänden. Eine ganz große Halle. Also so stelle ich es mir unter einem Friedhof nicht wirklich vor. Und der Totengräber ist auch hier. Ei, sie sind da, geh weg! Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Ich hätte vielleicht die Maske abnehmen sollen. Du, wer bist du? Ich kann nicht sehen. Es ist zu hell. Du bist kein Geist, oder? Warte, was? Du kannst nicht sehen? Es ist zu hell? Achso, wegen der Fee, wegen Taya. Ein Feenkind? Oh, so war es das Licht der Fee. In diesem Falle bin ich höchst erfreut. Ich suchte nach dem königlichen Schatz, doch meine Fackel ging plötzlich aus. Würdest du vor mir hergehen und den Weg für mich ausleuchten? Bitte. Ja, wenn es sein muss. Ja, na dann lass mich dein Licht verwenden. Führe mich an den Ort, von dem du glaubst, dass dort der Schatz vergraben sein könnte. Ich würde den Schatz auch mit dir teilen. Ich zähle jetzt auf dich. Okay, dann lass uns doch direkt mal diesen Schatz finden. Und ja, was man hier tun muss, ist den lieben Dampe hier an diese Erdstellen hier zu führen. Und dann. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Yes. Dann gräbt er hier einmal und. Etwas Seltsames liegt hier verborgen, aber es ist kein Schatz. Zeig mir an anderen Flecken. Einfach so eine blaue Flamme. Und ja, das ist halt dieser Grund, warum dieses Grab viel länger dauert als die anderen. Weil der Dampe. Oh Gott, es gibt ja auch diese. Ja, die Deckengrabscher gibt's ja auch. Oh Gott. Deckengrabscher stimmt sogar der Name. Bevor er angreift, siehst du seinen Schatten auf dem Boden. Igitt. Teilen sich hier auch auf wie bei Ocarina of Time? Nee. Ey, wohin gehst du? Ich wünschte, du würdest etwas langsamer gehen. Ich wünschte, du würdest etwas schneller gehen. Wie wär's damit, hä? Als ich dich da mit dem Helm des Hauptmanns erschreckt habe, bist du auch ganz schnell gerannt. Ich will diesen sportlichen Dampel wiedersehen, bitte. Ja, das ist halt wirklich nicht unbedingt die spannendste Aufgabe hier, den Mann, den Dampel hier durch das Grab zu führen. Wobei es ist, das hier ist eigentlich nicht mal wirklich ein Grab. Das ist ja eher so eine Art Keller. Hier scheint nicht zu sein. Ja, super. Das hier ist so eine Art Keller, weil erstens gibt es hier ja nirgendwo eine Leiche oder sowas oder einen Sarg. Sowas ist hier nicht zu sehen. Und dieser Keller hier ist mit Dampes Haus verbunden. Weil der hat ja hier am Friedhof so sein Haus. Da konnte man halt nur noch nicht rein, weil die Tür immer versperrt ist. Dummerweise. Aber man kommt. Hier ist auch nichts, okay.
Aber man kommt von hier aus in sein Haus später. Oder ich glaube, ich könnte jetzt auch schon hingehen. Ich glaube nämlich, die Treppe, die man da hinten sieht, führt sogar in sein Haus. Das dürfte auch der einzige Ausgang sein, wenn ich mich nicht täusche. Vor allem das Witzige ist ja auch, dass man in Ocarina of Time, da gibt es ja diese grusige Abgauseltour nachts als Kind. Wo man auch den Totengräber da durch den Friedhof folgt. Man folgt ihm eher. Und dann auch an bestimmten Stellen so stehen bleibt und sagt so, ja, soll ich hier graben? Und das ist hier einfach genau das Gleiche. Diese blauen Flammen, da gibt es auch, ich weiß gar nicht wie viele Stück, aber auf jeden Fall, wenn wir dort alle, also wenn wir von denen alle finden, dann passiert etwas Krasses. Aber ich muss mal gucken. Aber es gibt ja auch Erdstellen hier zum Beispiel, die ein bisschen schwieriger zu erreichen sind. Hier und dort drüben. Ich glaube sonst. Sonst sind das sogar alle. Also es gibt nur noch diese zwei hier. Und die vier hier. Hier unten. So, und wie man jetzt dort hochkommt, weil der Dampe, der ist ja natürlich nicht so nicht so sportlich wie Link, auch wenn er schneller rennen kann als Link. Aber hochklettern kann er dort natürlich nicht. Man muss den, glaube ich, einfach hier raufstellen und dann. Achso, dann fährt das hier schon automatisch hoch. Ich dachte, ich muss noch irgendwie einen Schalter drücken oder sowas, aber nö. Die Plattform geht von selbst hoch. Komischerweise auch nur, wenn Dampe da aufsteht. Bei Link denkt sich die Plattform so, nö, ich bleib unten. Na, vielleicht hat der Dampe auch irgendwelche magischen Kräfte, die die Plattform dazu bringen, nach oben zu fliegen. Man weiß es nicht. So, und hier muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Bei den Ecken insbesondere. Weil der da wieder nach unten plumpsen kann. Das wäre jetzt ziemlich scheiße. Das an diesem Ort ist seltsam. Hier ist auch wieder eine blaue Flamme. Nein? Bring mich woanders hin. Okay. Hier ist keine blaue Flamme. Moment, gibt es hier noch irgendwo Erdstellen? Ich glaube nicht. Hey, wohin gehst du? Ja, ich bleib doch da. Mein Gott. Kommst du runter oder? Dieser Soundeffekt einfach dazu. Okay. Also entweder ist jetzt in dem letzten Erdloch auf dieser Säule da noch eine blaue Flamme und das ist dann die letzte. Oder? Keine Ahnung. Oder sonst fällt mir nichts ein. Wir müssen mal gucken. Kann ich nicht an sich? Nee, ich darf nicht mit der Plattform mitfahren. Die Plattform denkt sich wirklich bei Link, nö, dich nehme ich nicht mit. Voll gemein. Okay. Der einzige Freund der Plattform ist der Totengräber Dampe. Ja, das hier ist halt wirklich nicht allzu spannend. Da muss ich schon mal solche schlechten Jokes auspacken. So, grab mal hier. Ich hoffe, es passiert was. Ja, eine blaue Flamme. Okay, das war wirklich schon die letzte. Oh mein Gott! Immer der Anführer der Geister! Ein richtig fettes... Link, nein, stopp! Geh nach unten, danke. Ein richtig fettes Irrlicht. Dieses Irrlicht kannst du nur besiegen, wenn du es zurückdenkst und dann zuschlägst. Alles klar. So, komm her hier.
Der Bogen ist hier unser bester Freund. Kann ich den auch treffen, wenn er sich dreht? Nee, ne? Ja. Okay. Also immer warten, bis der hier seine Attacke gemacht hat. Und dann... Ah, ich glaube, man... Ja, ich nehme, glaube ich, hier die Feuerpfeile, weil die... Weil man damit insgesamt weniger Treffer braucht als mit normalen Pfeilen. Ist ja auch logisch, nicht wahr? Kann man sich eigentlich schon denken. Hier. Hauptsache die Miniboss-Mucke. Die geile. Und das war's auch schon. Das Irrlicht ist besiegt. Okay, dann ging das für meine Verhältnisse tatsächlich ziemlich schnell eigentlich. So, und hier einfach so... So eine Flamme. Kann man mit einer Flasche einfangen? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich glaube zwar nicht... Na komm. Ich glaube zwar nicht, dass mir das jetzt was bringt. Jetzt noch in diesem Zeitstrang. Oder Zeitschleife. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Dieser flüchtige Geist kann vielleicht von großem Nutzen sein. Ja, vielleicht, aber... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der mir in dieser Zeitschleife noch irgendwas bringt. Kann man den nicht verkaufen oder so? Bei Ocarina of Time ging das auf jeden Fall. Aber ob das hier geht, ich weiß es nicht. Eine leere Flasche! Okay. Sehr schön. Also das ist jetzt die fünfte Flasche. Und ich weiß auch schon, wo man die letzte herbekommt, tatsächlich. Kriegen wir später. Bei einem ganz bestimmten Sidequest. Sehr schön. Okay, dann ist das wohl alles, was man hier bekommt. Warte, was? Okay, einfach mal 50 Rubine von so einem Krug. Why not? Ich beschwere mich nicht. So, und hier geht's halt, wie schon gesagt... In Dumpes Haus. Das immer abgesperrt ist. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Alter, wie der da drunter liegt. Und zittert, Alter, wie das aussieht, Mann. Sieht man den Kopf eigentlich? Das wäre jetzt echt lustig. Aber warte mal, ich kann ja hier meinen Trick mit dem Deko-Link machen. Dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Ah nein, nicht reden, warte mal. Auch nicht öffnen. Ich muss hier irgendwie einen gescheiten Backflip hinkriegen. So, und jetzt? Oh Gott. Ich bin ein bisschen zu tief, glaube ich, ja. Ah nein, Moment. Ich will das unbedingt mal gucken, ob das, ob man da was sieht. Ja, jetzt ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich bin... Ich bin jetzt gerade so blöd gestanden. Nein! Okay. Der Kopf ist weg, Mann. Er hat keinen Kopf mehr, der Arme. Also man sieht den, glaube ich, wirklich nicht. Ist die Tür jetzt eigentlich aufgesperrt? Nö. Genau, Taya. Vermutlich ist niemand zu Hause. Wir waren ja gerade nur drin und haben den Typen unter seinem Bett gesehen. Gut, dann war das jetzt auch alles. Was man am Friedhof machen kann. Am Friedhof machen kann. Ich spreche manchmal zu schnell und dann verschlucke ich teilweise halbe Wörter. Naja, jetzt haben wir tatsächlich noch ziemlich viel Zeit. Und diese Zeit werde ich jetzt nutzen, um... Naja, gute Frage. Also das Item für 500 Rubine... Muss ich mir im Kuriositätenladen kaufen. Der öffnet aber erst um 10 Uhr, glaube ich. Werden wir da jetzt einfach hier Geld abheben dafür? Die 400... Nein, nicht einzahlen, Mann. 1233 habe ich schon deponiert, Mann. Nö. Null Rubine. Oh, das ist ein grausamer Scherz. So. Abheben. Die 430 Rubine. Okay, warte, was?
Also nicht 430, genau, ich bin da komplett bescheuert. Und jetzt klicke ich wieder auf 1, Altmann. Da verrechnet man sich einmal um eine 100 und dann... Und dann macht man wieder diesen blöden Fehler da, wo man einmal zu oft auf A drückt. Das hat länger gedauert, als es sollte. Oh Mann, okay, Kuriositätenladen ist hier und öffnet um 10, nicht wahr? 22 Uhr, okay. Ja, mir fiel gerade noch was ein, was man vielleicht auch noch machen könnte in dieser Zeitschleife. Aber das geht ohnehin eh jetzt auch noch nicht von der Uhrzeit her. Nämlich könnte ich mir mal jetzt die ganzen Herzteile holen von den Deku-Händlern. Weil es gibt ja im Sumpf bei dem Fotografentypen, bei dem Haus am Eingang vom Sumpf, gibt es ein Herzteil auf dem Dach. Beim Pikibernia in der Nähe von Goronendorf. Und beim Strand. Da im Zimmer von Ruto. Da gibt es ja diese ganzen Herzteile und die muss man sich alle in einer Zeitschleife holen, weil. Na, ist gerade ein bisschen schwierig zu erklären eigentlich. Aber es hat was mit den. Mit der Landesurkunde zu tun, die man ganz am Anfang schon gesehen hatte. Hi! Aber ja, dazu werden wir dann auch gleich noch kommen oder im nächsten Part dann mal schauen. Ich habe ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist die Maske der Nacht, besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schön unheimlich, was? Was ist das Sonderangebot? Hat er doch gerade gesagt, Link. Ja, da ist das gute Stück. 500 Rubine. Trägst du diese Maske, kann dir die Müdigkeit nichts anhaben. Die Maske der Nacht. Trägst du diese Maske, bist du vor der sanften Umarmung des Schlafes geschützt. Du hast eine garstige Maske gekauft. Ja, die sieht halt hier bei diesem Model gerade ein bisschen komisch aus, wegen dem Weiß. Eigentlich ist sie ja hier komplett schwarz. Und sieht schon ziemlich krass aus. Und diese Maske, ich weiß gar nicht, wo man das erfährt, ob man das im Spiel irgendwo erfährt. Steht das vielleicht hier? Du wirst niemals müde, nö. Auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, ob das offiziell wirklich ist. Ich habe schon oft gehört und gelesen, dass diese Maske früher ein Folterinstrument war, um halt den Opfern Schlaflosigkeit zu... ja, ihr wisst schon. Um halt die Opfer wach zu halten für... ganz viele Tage, was natürlich extrem grausam ist, wenn man sich das mal vorstellt, wie das sein muss. Das wäre schon ziemlich krass. Also wenn man selber so ein... das Opfer von dieser Folter ist, mit der Maske der Nacht. Ich mach mal die Zeit wieder langsamer. Denn... ja, ich will jetzt wirklich noch diese Herzteile machen. Die beim Sumpf, beim Pikibernia und beim Strand. Und dafür werde ich offscreen zwischen diesem und dem nächsten Part die Mondträne holen, dass wir uns dann die Landesurkunde holen können. Und dann können wir uns diese ganzen Herzteile holen im Nachhinein. Und ja, das kommt dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.